da so eine Idee, wen wir brauchen könnten. Also die Highlight. Also haben wir es mit. Und. Halt bitte schimmern, du! Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Das Glühwürmchen. Möglichkeit 2. Der eine Fackel in diesem Raum anzünden. One down. Four to go. The anticipation is killing me. Wait, I'm already dead. I'll be real disappointed if this isn't exciting. I just can't stand it. Hurry! Wir können die Fackeln von Hand anzünden. Really? There you are, boy. I missed you, buddy. And look at you now. A ghost dog. The bard was overjoyed to be reunited with his best friend. Albeit his only friend. A dog. A dog? I made a trip all the way from the netherworld, and all I got was a stupid dog? Hey, that would look good on a tunic. Open the door for me and my dog. Oh, very well. But I'm so disappointed. Oh, here's that magic we talked about. Zauberin. Jetzt muss ich. Was kann die denn? Oh Mann, ich bin ziemlich neugierig. Und wir haben unseren Hund wieder. Ein Geisterhund, aber ein Hund. Do it again. Do it again! One down, four to go. Ah, the anticipation is killing me! I'll be real disappointed if this isn't exciting. Ich weiß, aber bevor ich die letzte Fackel anzünde, das hier ist für mich. Ich muss nämlich mal kurz gucken hier. Hier. Ja. I offer up my services. Eine Fee? Okay, kein Thema. I just can't stand it. Hurry! Okay, here it comes. Ich hab dann ein ganz doofes Gefühl. Nein! Just no. Ich hab einen Geisterhund. Okay, wir haben das Sonnenportal. Wir haben das Axtportal. Ich kann mich nicht erinnern. Und das Bauportal. Also, wir gehen durchs Axtportal. Ich bin nicht wissen. Ich kann mich an die Axt nicht erinnern. No! Oh, komm schon. Macht viel Schaden. Stop it. Heilungskristall. Ich krieg das mal wieder in den Arm. Ich weiß, das hättest du gern anders, aber die lila Pixel. Thank you.
verzieht euch mal. Wirklich. Eine Bierflasche. Das muss ein verdammt gutes Bier sein. Wir sind dafür, dass wir jetzt runter auf 63 Kristalle gehen. Für ein Bier. Get to the good part. Damit nicht so sehr, wie wir den da vorhaben. Am I good or what? Willst du mich mobben? Moment. Ja, das Gute ist, du kannst ihn nicht, wenn ich einen Kristall werfe. Next. So, dann als nächstes. Jetzt wissen wir, was sie bringen. Ja, bitte. Ich kann ja nix. I'll put a spell on you. Ah, shit it. Das war... Das war eine Fallfalle. Ich muss gleich mal nachgucken, wofür die Enchantress geht und so. Die ist schon wieder tot. Und direkt schon. Baumtor. Baumtor wirft uns noch weiter zurück. Also das Axtor, das war ein Fail, ein bisschen Gold zu. Also ich lese jetzt mal kurz, was die denn können sollte, während wir Mana regenerieren. Lieder. The mercenary. Typical of his sort. Ja. Crude, rude. And very handy to have around in a fight. Once again, certain parallels could be drawn to the bard. A being of pure magic. The Enchantress could work many beneficial magics to aid her allies in times of need. Ja, sie kann eine Menge. Also eigentlich sollte sie besser sein als die Hexe, wenn ich das richtig verstanden habe, theoretisch. Aber irgendwie ist sie nicht. Und mir fehlt noch ein Lied hier. A being of pure magic. The Enchantress could work many beneficial magics to aid her allies in times of need. Ah, die Nekromantie! Die Zeit umkehren und Verbündete von den Toten aufstehen zu lassen, das kann die. Ah. Es bringt halt nur was, wenn... Also im Prinzip wäre die Kombo dann die Hexe... Die Zauberin, ein Mana kostet 300, ist aber auch heftig. Und ein Kämpfer meiner Wahl. Wahrscheinlich dann der Söldner wäre dann die Kombination, die ich spielen müsste. Also gut, probieren wir es aus. Oh, keine Ahnung. Ist doof.
erstmal wichtiger. Regenerieren wir auch so unterwegs. Insgesamt. Okay, 310 runter, das ist ja nicht so viel. Also mehr auf Vitalität gehen. Mann, das ist viel. Behold my glory. Ich glaube, Glory heißt nicht Schönheit. Okay. Both! Quickly, my friend. Have you freed Calais? Still working on that one. There's something I have to tell you. I found out in the afterlife. You are in... Sorry. Interference from the spirit world. It happens sometimes. What are you talking about, interference? Bring him back. Play back the entire message. Nothing I can do. Sorry. I just work here. Das war eine wichtige Info. Okay, jetzt mach ich einfach nochmal. One down. The anticipation is killing me. I'll be real disappointed if this... I just can't stand it. Hurry! So, vielleicht kriegen wir mal die Chance. Okay, here it comes. So, komm, bobt. Muss jetzt wieder Bob sein, theoretisch. Nein, okay. Irgendwie. One down. Ich glaube, so hatte ich jetzt schon mal gemacht. I'll be real disappointed. I just can't stand it. Hurry! Okay. Ich möchte jetzt halt wissen, ob wir nochmal mit Bob hier reden können. Na? Okay, jetzt können wir noch weniger. Um nur die noch und noch mal zu tun. So, Kreisportal, Axtportal hatten wir. Dann auf ins Sonnenportal. Vortrag und Wickelspeichen. Sehr cool. Bau mir einen Zombie. Was tötet die denn alle? Was ist das, was die alle hier tötet? Sind das die Schatten? Was sind die Schatten? Wir müssen.
Das kann praktisch Dauernweichen. Ich hab keine Vorträge mehr. Spiralportal. Was denn noch? Autsch. Ach, darf ich gegen die Schatten laufen? Dreiecksportal. Nehmen wir einfach mal das hier. War eine doofe Wahl irgendwie mal wieder. Vorsicht, Falle. Aha, wenn das so weitergeht, schön. Ich halte dich am Leben, ich hab dich nur überlebt, das ist gut. Ich warte halt einfach mal mit dem Mann, aber ich bin noch zu gut. Das Sonnenportal. Machen wir einfach mal einen Schnelldurchgang. Ich möchte nämlich nochmal speichern. Der Trick ist einfach nicht gegen die Schatten zu laufen. Hier links und rechts gibt es noch was. Nämlich noch mehr Portale, wie es scheint. Ein Kuhportal? Das dürfte schräg werden. Und ein Hühnchen, das Hühnchen. Ist halt doof, dass sie die Falle mal wieder auslöst. Jetzt wird sie wieder belebt, jetzt wird sie wieder direkt die Falle auslösen. Nee, doch nicht. Cool. Nehmen wir mal das Hühnerportal. Das ist schon irgendwie interessant. Ich muss mal wissen, was hinter dem Kuhportal ist. Vorher kann ich nicht gehen. Die Harfe wird es jetzt. Also die Leute wird es jetzt im Portal sein, wenn ich gerade gehe. Das kann ich einfach nicht sehen. Außerdem brauche ich noch wissen, was unter dem Spiralportal ist. Das kennen wir auch noch nicht.
Ich meine, wie gesagt, die Symbole werden nicht verwendet, aber wir haben noch kurz gespeichert. So, das ist das Spiralportal. Das Dreiecksportal kennen wir bereits, da bin ich durchgegangen. Das Q-Portal. Das ist ein Portal. Okay, als erstes das Q-Portal. Ach nee. Das war voll wieder eine doofe Entscheidung. Another victory for me. Das war eine echt doofe Wahl. Das Q-Portal war wirklich keine gute Wahl. Sagen wir mal so, es ist halt, schaltet meine gesamte Magie aus. Ein Haufen Gegner. Ich wollte es wissen halt. Okay, das Q-Portal bringt jetzt nicht den Aufschluss, den ich wollte. Nehmen wir das Sonnenportal. Das Notfall zurück zum Sonnenportal, um zum durchs Spiralportal zu gehen. Keine Möglichkeiten. Können wir mal nicht die ganze Zeit blocken. Portal, also nochmal zum Sonnenportal. Gut, das Q-Portal ist doof, das bringt mir nichts. Außer XP und ein bisschen Geld, ja. So, durch das Sonnenportal, dann durch das Spiralportal und ja, ich finde das schon irgendwie. Mal speichern. Vielleicht brauchen wir mal eine Heilung. Put a spell on you. Dann nehme ich mir den hier. Und die Gardu Stamm ist. Ja. Habe ich gerade nicht die Mana für. Was auch immer hinter dem Spiralportal ist, ich werde es wahrscheinlich. Ich werde warten müssen. Das ist immer so. I'll put a spell on you. Egal. Zombie Lodge. Ach nee. Habe ich wahrscheinlich von meiner Neugier, meine sehr Neugier. Kann man hier nicht überspringen, weil ich das Stück nicht mehr lücke. Ich kann schon einen Vorlauf dafür. Boring! Move along! Gott, ich bin gerettet.
war so der Mann, der hat mich fast getötet. So. Als erstes die Heilerin. Somebody in need of healing. Ich soll dich helfen. Tschüss.